Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Minecraft Cube! Ja Leute, wir sind hier zuletzt stehen geblieben, nach meinem Mega-Fail in der letzten Folge am Ende, da ich einfach verkackt habe das mit der Aufnahme, weil ich ja auf F2 gedrückt habe und dann dadurch halt die Aufnahme gestoppt wurde direkt. Ja, das war dann halt immer das Problem da. So, und ich habe mir jetzt in der Folge hier zur Aufgabe gemacht, dass ich einfach mal versuche, hier nochmal alle Inseln abzugrasen. Weil vielleicht habe ich ja hier und da mal das ein oder andere übersehen. Das kann ja sein. Ja, tschüss. Und wieso steht da ein Creeper-Kopf? Na, nehme ich schon mal mit. So, ja, also, dass wir ja alles mal wieder mitnehmen, weil die ersten Inseln, die haben wir ja eigentlich ganz gut abgegrast. Aber jetzt müssten wir halt hier noch die unteren Ebenen machen. So, Leute. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt so lang wird, weil ich muss mal wohin. Aber das sollte eigentlich schon. Ja, so, zack, zack. Ja, hier haben wir schon Sand und Wasser, das ist natürlich nicht so gut. Machen wir schnell weg. Weil Wasser, bitte, können wir gar nicht gebrauchen, du. Weil, ihr fragt jetzt wahrscheinlich, wieso gehe ich hier nochmal farmen? Ganz einfach aus dem Grund, da ich vielleicht nochmal ein paar Sachen für Rüstung oder so suchen muss. Ich habe gerade schon Kohle gefunden. Aber ob das ausreicht? Wow, habe ich gerade gedacht, dass ich drauf gehe. Hier kann ich stehen. So, ach, hier unten haben wir schon ganz schön viel abgegrast. So. Na komm. Nicht mit Bogen abbauen. Spitzhacke. Ja, okay. Hier ist nicht so viel. Also. Wow. Der hat mich fast der Sand erschlagen. Ja. So, Lapis Lazuli. Ja, können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Wow. Ja, zack, zack. Lapis Lazuli nehmen wir natürlich mit. So. Ja, das haben wir eigentlich jetzt gerade schon ganz schön gut ausgehöhlt. Scheint auch nicht mal viel zu sein. Deshalb begebe ich mich jetzt einfach zur nächsten Insel. So. Nochmal schnell was essen. So. Ups. Ja, baue ich mir jetzt einfach hier mal so ein Ausgang, so gehackt habe ich wieder. Ja, die Insel hätten wir jetzt eigentlich auch gut abgegrast. So, wie oft will ich ihn jetzt noch abgegrast haben? Ich habe keine Ahnung. Ja, sieht eigentlich ja ganz nett aus mit dem Shader. Ah, die Zone. Ja, läuft glaube ich auch auf, ja, 60 FPS. Ja, so, kommen wir uns hier nochmal lang. Ah, direkt auf Redstone gestoßen. Redstone brauchen wir eigentlich nicht so. Wow, ich habe mich gerade so heftig erschrocken. Ich habe mir jetzt gerade echt das Herz in die Hose gerutscht. Uiuiui, ich habe gerade echt gedacht, dass wir drauf gehen. Zum Glück sind wir es nicht. So. Redstone schon wieder. Ich brauche kein Redstone, ich brauche Dias oder so. Oder Eisen zumindest, Eisen. Leute, ich habe auch schon was rausgesucht, was dann der Nachfolger von Minecraft Cube sein wird. Und jetzt regnet das, ey. Das macht die ganze Atmosphäre kaputt. Oh, es gewittert sogar. Okay. Ah, was ist das denn für ein Mist? Jetzt regnet das so voll hässlich. Ah, komm, Creeper! Ja, da fliegst du, ne? So, Leute, hab ich eine Schaufel, tatsächlich. Alter. Leder schmeißen wir weg, brauchen wir nicht. Denn, Leute, ich habe hier so eine gute Idee, was wir machen könnten. Weil Schneebälle brauchen wir dann, um im Nether diese Kristalle abzuwerfen.
Und ich habe vergessen. Oh, jetzt bin ich auf Minecraft rausgetappt. Aus Versehen. So, das können wir wegwerfen. Und zwar können wir uns hier mit dem Kürbis. Können wir uns dann ein. Na, wie heißt es? Schneegolem machen. Und mit dem Schneegolem können wir unendlich Schnee generieren. Und da steht ein Skelett auf. So. Ja, also unendlich Schnee. Das ist eigentlich ganz gut. So. Ah, da war ein Pfeil. Den würde ich gerne mal mitnehmen. Eine Möhre haben wir noch. Ja. Dann wird es aber auch schon eng mit den Essensressourcen. Das war ein heftiges Gewitter. So, wir tun nochmal hier alles aushöhlen. Ich hack schon wieder aushöhlen. Aber es scheint echt, als wäre ja nichts mehr. Wir könnten vielleicht noch im Nether ein bisschen suchen, aber weiß auch nicht, ob sich das dann noch lohnt. Hier drüben könnte man nochmal gucken. Ja, ja, blödes Gewitter. Ups, oh Mann, gefällt. Ja, so. Was habe ich denn hier für eine Konstruktion gebaut? Oh Gott, da ist ein Zombie. Alter, hätte der mich jetzt runtergeschmissen, du, das wäre ja richtig traumatisch geworden. Hier ist ein Hühnchen? Ach ja, oben. An der Oberfläche. Da bauen wir uns auch gleich mal hin. Ups, jetzt habe ich die Lava gelöscht. Oh, jetzt sehe ich ja nichts. So. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Das Hühnchen können wir eigentlich... Oh, ich bin schon wieder aus Minecraft rausgetappt. Was mache ich denn? So, und... Ja, das war wieder der 0815-Trick. Jetzt haben wir nämlich gefrorenes Hühnchen. Schade, ich dachte, man kann mit Schneebällen Feuer ausmachen. Ja, jetzt wird hier einfach der Wald abgefackelt, aber das ist mir relativ egal. Oder wird der Wald abgefackelt? Ach, seht euch das nur an. Was wir alles so Schönes gebaut haben. Das sind doch Dias! Das sind auch Dias! Lol. Ah, du Zombie. Piesel dich mal. Da waren einfach noch Dias, die ich einfach voll übersehen habe. Na komm. Ja, da stehen ein paar Creeper. Und ich will jetzt ungern sterben. Das war jetzt ein bisschen unproduktiv. Oh mein Gott. Was war das für ein Sound? Alter Leute, ich habe das Gefühl, dass wir da gleich drauf gehen. Alter, ich war gerade kurz vorm Sterben. Okay, ich mach das jetzt mal hier safe. Ihr seht gar nichts, kann das sein? Man sieht halt echt nichts. Alles dunkel. So, jetzt sieht man wieder was. Sieht zwar nicht so schön aus, aber man sieht immer was. Der Zombie schwimmt einfach nach oben. Mann, ich wollte doch einfach nur nach oben. Komm, verpiesel dich mal hier. Aber hier steht ja jetzt nicht noch ein Creeper. Na. Alter. Jetzt ist mal gut. Oh Gott, jetzt ist mal gut. So, hier ist noch ein böser Creeper, Mann.
den wir jetzt mal hier gekonnt aus dem Weg gehen. Oh Gott! Stirb! Du auch. Ich habe ein halbes Herz. Und da ist ein Zombie. Scheiße, Alter. Ich glaube, das werde ich hier nicht überleben. Ach du Scheiße. Leute, wir sehen uns wieder, wenn das hier vorbei ist. Okay, Leute, es hat gerade echt 10 Minuten oder so gedauert, bis es ja wieder Tag wurde und ich mal hier mich regenerieren konnte. So, jetzt baue ich ja endlich mal die Melons ab. Und die Moorrüben. Jetzt tue ich ja mal ein bisschen was einsortieren. So, 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 das da. Ein rein, das und das. Ja, wir haben gar keinen Platz mehr. Man sieht wir arm. So, jetzt hätte ich noch schnell eine Truhe und da ist noch gleich was gewachsen. Tue das, das, das. Ich glaube, das könnten wir noch gebrauchen. Na komm. So. Denn Leute, wir können das jetzt so machen. So, so, das und das und das. So, und jetzt können wir nämlich eine Schaufel nehmen und uns hier so hinstellen und dann die ganze Zeit so machen. Wow, das war nicht so gekonnt. Aber jetzt haben wir genug Schnee für einen Pony. So, den Kürbis brauchen wir noch. Okay, jetzt haben wir vielleicht etwas zu viel. Obwohl, es gibt nicht zu viel. So, Melonenhorn hier. Das, das weg, das und das und das weg. Schnee, Schnee, Blöcke, Wasser, Schnee. Enderperle, goldener Apfel. Das, das. Ja. Und eigentlich müssten wir uns jetzt ja auch von einem von unseren Tieren verabschieden. Ach ja, das Schaf, was unser. Was jetzt. Stirb. Ja. Na, bitte nicht ausblöcken, sonst möchte ich nicht. Das könnten wir dann hier mal opfern. Ein Schwein. Ja, Kühe, Schweine und Gagogs haben wir eigentlich. So, ja. Das hauen wir jetzt nochmal in den Ofen. So. Und dann kann es eigentlich auch losgehen in Nether. Nether sag ich schon. In die Unterwelt, ins Ende. Und ja. Was könnten wir noch so machen? Ja, das war's eigentlich. So, Essen haben wir an sich genug. Ich verputz noch mal was. Und ja, Leute, damit wirklich eigentlich sagen, war's das schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn's heißt, wir kommen im Ende. Bis dahin, Leute. Ciao.